So, liebe Jungen und Mädchen aus Höchscheid, ich wollte eine Dreiviertelstunde lang vorlesen und zwar EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Und ich habe in den letzten 25 Minuten es geschafft, ein Viertel Brioche zu essen, eine Tasse Milchkaffee fast vollständig zu trinken und ich bin im Teil viertens Besonderheiten der EÜR mit dem Kapitel 18 der Investitionsabzugsbetrag fertig geworden und ich mache weiter mit Lektion 19, die Rücklagen in der EÜR und die Lektion hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Seiten und ein bisschen was. Bei 20 Minuten ist das sportlich, das werde ich nicht schaffen. Das heißt, im Verlauf des Tages oder morgen geht es dann weiter. Ich will das Buch von den Füßen wegbekommen. Lektion 19, die Rücklagen in der EÜR. Die Rücklage ist ein gängiger Begriff aus der Bilanzierung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch ein. Die Rücklage ist ein gängiger Begriff aus der Bilanzierung. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es auch Einnahmeüberschussrechnern gestattet, gewinnmindernde Rücklagen zu bilden. Mit den Voraussetzungen der Bildung und dem Anwendungsbereich beschäftigt sich nachfolgende Lektion. Jetzt geht es weiter bei einem Zwischenstopp. Rücklagen. Rücklagen. Unter Rücklagen sind Überschüsse aus der wirtschaftlichen Tätigkeit eines Betriebes zu verstehen, die für zukünftige Investitionen reserviert sind. Ende des Zwischenstopps. Fall 90, die Umstrukturierung. E verkauft im Jahr 01 nach 20 Jahren das kleine einstöckige Gebäude, in dem sie jahrelang ihren Tante-Emma-Laden betrieb. Sie erhält dafür 100.000 Euro. Das sind in Klammern 25.000 für das Grundstück, Euro für das Grundstück und 75.000 Euro für das Gebäude, Klammer zu. Der Buchwert für das Gebäude lag bei 50.000 Euro, der Grundstückswert bei 15.000 Euro. Das Geld möchte E in ein modernes Ladengeschäft investieren, kann sie hierfür eine Rücklage bilden. Nach Beschluss 6c des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit Beschluss 6b des Einkommensteuergesetzes kann für den Gewinn aus solchen betrieblich gebildeten aus solchen betrieblichen Umstrukturierungen eine Rücklage unter folgenden Voraussetzungen gebildet werden. In Klammern Grundstück oder Gebäude, Klammer zu. Das veräußerte Grundstück bzw. Gebäude gehört mindestens 6 Jahre zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte. Das neu angeschaffte Grundstück bzw. Gebäude gehört dann ebenfalls zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebsstätte. Es ist gewährleistet, dass der Veräußerungsgewinn in Deutschland versteuert wird. Die gebildete Rücklage wird für Prüfzwecke gesondert aufgezeichnet, in Klammern in der Buchhaltung. Die Anschaffung, Herstellung eines anderen Grundstückes oder Gebäudes erfolgt innerhalb von 4 Jahren.
Handelt es sich um ein neu hergestelltes Gebäude, verlängert sich die Frist auf 6 Jahre, wenn mit der Herstellung nach spätestens 4 Jahren begonnen wurde. Hinweis: Erfolgt im Jahr des Verkaufs der Kauf des neuen Grundstücks, ist natürlich keine Rücklage zu bildern, sondern der entstandene Veräußerungsgewinn kann direkt auf das neue Wirtschaftsgut übertragen werden. Ende des Hinweises. Die Ehe kauft sich im Folgejahr ein schmuckes Geschäftsgrundstück für 250.000 Euro. Das sind 100.000 Euro für das Grundstück und 150.000 Euro für das Gebäude. In welcher Höhe ist die Rücklage zu bilden und aufzulösen? Was ist noch zu beachten? Der Veräußerungsgewinn im vergangenen Jahr betrug Verkaufspreis Gebäude 75.000 Euro minus Buchwert Gebäude 50.000 Euro sind 25.000 Euro Veräußerungsgewinn Gebäude. Verkaufspreis Grundstück minus Buchwert Grundstück sind Veräußerungsgewinn Grundstück 10.000 Euro. In Höhe des Veräußerungsgewinns liegen also stille Reserven vor. Stille Reserven entstehen, wenn der Buchwert des Wirtschaftsgutes geringer ist als der tatsächliche Marktwert. Die Rücklage bewirkt also, dass diese stillen Reserven nicht sofort versteuert werden müssen. Die Unterteilung in einen Gewinn aus der Veräußerung des Grund und Bodens und einen Gewinn aus Gebäude ist wichtig, da der Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden auf den neu angeschaffenen Grund und Boden und auf das Gebäude übertragen werden kann. Der Gewinn aus der Gebäudeveräußerung kann jedoch nur auf die Anschaffungskosten Gebäude übertragen werden. Und jetzt kommt ein Steuertipp. Steuertipp: Sie haben ein Wahlrecht bei der Rücklagenbildung. Sie müssen nicht die Rücklage in voller Höhe bilden, sondern können auch Zwischenwerte ansetzen. In Klammern zum Beispiel Rücklage Grund und Boden 5.000 Euro und Rücklage Gebäude 15.000 Euro oder nur eine Rücklage für Grund und Boden bzw. Gebäude bilden. Sie haben also einen ganz legalen Gestaltungsspielraum. So, das Problem ist, ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr und ich merke gerade, dass mir ein bisschen schummrig wird und das liegt nicht in der Brioche, sondern weil das Ganze hier anstrengend ist. Deshalb mache ich hier mein Zeichen rein und eine Pause. Tschüss.